In der ehemaligen Abtei St. Maximin in Trier findet vom 30. April bis zum 3. Mai die zweite Vollversammlung der Trierer Bistumssynode statt. 279 Synodale steigen hier in die thematische Arbeit ein. Neben der Klärung von formalen Fragen und Arbeitsabläufen steht die Bildung der Sachkommissionen im Mittelpunkt. Bischof Dr. Stefan Ackermann hat nach der ersten Vollversammlung im Dezember 2013 und zwei Arbeitsgruppentagen im Februar und März 9 Themen vorgelegt, zu denen die Synodalen bis Ende 2015 Vorschläge für die weitere Entwicklung im Bistum Trier erarbeiten sollen. Wie soll Glaube weiter wachsen? Wie wollen wir uns weiterentwickeln und deutlich machen, wir sind Kirche in und für diese Welt? Nach einer ersten Befassung mit den Themen werden die Sachkommissionen ihre Arbeit aufnehmen. Die dritte Vollversammlung findet dann Anfang Oktober in Saarbrücken statt. Im Juni 2012 hatte Bischof Ackermann die Diözesansynode ausgerufen, um sich in Hinblick auf die Zukunft des Bistums beraten zu lassen. Synoden sind selten in Deutschland. Die letzte fand 1990 in Augsburg statt. Die letzte Synode in Trier gab es 1956.